Berlin nach dem Mauerfall in den 90er Jahren. Eine Insel der Freiheit und des Exzesses. Hier beginnt der Roman von Jackie Thome. Ihre Hauptfigur Mick rauscht durch die Nächte, Clubs und Betten. Ein Frauenheld, ein Nachtleben-Desperado und er ist schwarz. Aber das ist hier egal. Es ist ein Milieu, in dem er behauptet, es war zu keinem Zeitpunkt so egal, woher er kommt oder woher man überhaupt kommt, als in dieser Zeit und mit diesen Leuten. Und das macht es natürlich auch für ihn so reizvoll. Mick ist einer von zwei Brüdern, die einander nicht kennen. Beide sind in der DDR aufgewachsen. Der andere, Gabriel, lebt in London, ein Star-Architekt, auch er schwarz. Sein Leben das genaue Gegenteil, strebsam, karriereorientiert. Ihm folgt die Erzählung durch die Nullerjahre. Was die Brüder verbindet, der abwesende Vater. Ein Senegalese, der in der DDR studiert hat. Er hinterlässt ihnen die Hautfarbe und die ständige Frage nach der Herkunft, die für sie selbst gar keine so große Rolle spielt. Was sie gemeinsam haben, ist, dass beide aus ihrer Kindheit überhaupt kein Drama machen. Es gibt einfach sehr, sehr wenige Happy-Rama-Familien. Und wenn man das einmal begriffen hat, ist es viel leichter, sich mit seiner eigenen Geschichte zu arrangieren. Jackie Thome schreibt ohne Pathos und ohne zu bewerten. Über zwei Brüder und die Frage, wie wir zu den Menschen werden, die wir in der Mitte unseres Lebens sind.